2010 liegt fast hinter uns. Ein Grund für uns, einmal Rückschau zu halten und das vergangene Jahr im Handwerk Revue passieren zu lassen im HWK-TV-Jahresrückblick. Willkommen im Zentrum der deutschen Wirtschaft. Unter diesem Motto wurde im Januar im Rahmen einer Pressekonferenz die neue Imagekampagne des deutschen Handwerks bei der Handwerkskammer in Koblenz vorgestellt. Präsident Werner Wittlich und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden informierten die Medien über die auf 5 Jahre angelegte Kampagne, die mit einem aufsehenerregenden Fernsehspot bereits von Anfang an auf die Bedeutung des Handwerks hinweist. Verdiente, ehrenamtlich tätige Handwerksmeister wurden im Januar in einer feierlichen Verleihung mit der goldenen Ehrennadel des Handwerks geehrt. Ob als Obermeister, in Prüfungsausschüssen für Gesellen- oder Meisterprüfung oder auch im Dienste der Kreishandwerkerschaft. Die geehrten Ehrenamtsträger haben viel Zeit und Herzblut in ihr Handwerk investiert. Dafür wurden sie mit der höchsten Auszeichnung geehrt, die das Handwerk zu bieten hat. Der Neujahrsempfang der Wirtschaft im örtlichen Rheinland-Pfalz bot einmal mehr die Gelegenheit, für die zahlreichen Gäste miteinander ins Gespräch zu kommen und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, aber auch einen Ausblick auf anstehende Herausforderungen zu wagen. Bevor am 29. Mai der Startschuss zum Mittelrhein-Marathon fiel, sorgte eine Läuferlegende bei der HWK Koblenz schon mal für die richtige Motivation. Olympiasieger Dieter Baumann plauderte aus dem Nähkästchen, begeisterte die Zuhörer mit Anekdoten aus seiner Läuferkarriere, aber auch mit zahlreichen Praxistipps für ambitionierte Hobbyläufer. Die waren stellvertretend durch Hauptgeschäftsführer Alexander Baden aufgerufen, für das Handwerk beim Besser mit Meister Team Marathon zu starten, einer Initiative der 4 rheinland-pfälzischen Handwerkskammern, die übrigens 2011 fortgesetzt wird. Und so konnte auch das winterliche Wetter die Läufer nicht von einer Trainingsrunde mit dem Profi abhalten. Bei der großen Meisterfeier im März begrüßte die Handwerkskammer 1146 Jungmeister, um mit ihnen ihren Meisterbrief zu feiern und ihren Leistungen Respekt zu zollen. Das Heeresmusikkorps 300 lieferte mit seinen musikalischen Beiträgen den Rahmen für diese festliche Veranstaltung. Und auch der Präsident der Handwerkskammer Koblenz, Werner Wittlich, unterstrich in seiner Festrede die Bedeutung des Meisterbriefs, der für eine persönliche und berufliche Erfolgsgeschichte steht. Die Unterstützung der Politik sagte auch Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle dem Handwerk und seinen Meistern zu und lobte das Handwerk als Säule der Wirtschaft. Auch die internationale Handwerksmesse IHM in München bot einmal mehr Raum für Innovationen. So gaben Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle und ZDH-Präsident Otto Kenzler den Startschuss für die neue Beraterplattform des Handwerks bistech.de, einem Beratungs- und Informationsportal von und für das Handwerk. Präsentiert wurde die Plattform durch einen Kurzfilm, produziert vom Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz, zu sehen ebenfalls auf bistech.de. Ein weiterer Publikumsmagnet, vor allem bei den jüngeren Besuchern, war der Messestand der Imagekampagne des deutschen Handwerks. Hier hatte der Nachwuchs Gelegenheit, in virtuelle Handwerkswelten zu tauchen und, fast real, Handwerksberufe anzuprobieren. Im Fotostudio der Wirtschaftsmacht von nebenan. Mit dem Click Website Award prämierte das Kompetenzzentrum für elektronischen Geschäftsverkehr Click im April bei der Handwerkskammer Koblenz die besten Webseiten kleiner und mittlerer Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Bewerbungen für die Auszeichnung 2011 sind noch möglich. Wie die Imagekampagnen, das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan und die rheinland-pfälzische Besser mit Meister-Kampagne gewinnbringend im Handwerksbetrieb eingebracht werden können, erfuhren interessierte Besucher in der A-Akademie der HWK Koblenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine Informationsveranstaltung, die 2011 auch in anderen Häusern der Handwerkskammer Koblenz durchgeführt werden wird. Der Sommer begann sportlich. Tausende Läuferfüße machten sich beim Mittelrhein-Marathon bei angenehmen Temperaturen auf die Strecke zwischen Oberwesel und Koblenz. Darunter zahlreiche Sportler, die für den Besser-Mitmeister-Team-Marathon an den Start gingen. Und auch prominente Laufbegeisterte waren dabei. So ließ es sich auch der Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, Hendrik Hering, nicht nehmen, als letzter für seine Staffel auf die 10 Kilometer von Rhens nach Koblenz zu gehen.
Gemeinsam liefen sie dann ins Ziel. Der Minister Hendrik Hering, die Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammern Trier und Kaiserslautern Dr. Manfred Bitter und Ralf Hellrich sowie HWK Koblenz Marathonorganisator Thorsten May. Übrigens, der Besser mit Meister Teammarathon macht sich auch 2011 für das rheinland-pfälzische Handwerk auf den Weg. Ein weiteres Highlight, das auch in 2011 wieder stattfinden wird, waren die Junior-Technikerkurse der Handwerkskammer Koblenz. Die Schüler konnten hier wieder an 3 Tagen in unterschiedlichen Handwerksberufen ihre Talente ausprobieren und Fähigkeiten weiterentwickeln. Vom Elektroniker bis zum Maurer war hier für jeden Geschmack etwas dabei. Mit der feierlichen Eröffnung der neuen Hunsrück-Akademie im Herzen Simmerns bietet die Handwerkskammer Koblenz seit Oktober in 14 Bildungs- und Beratungszentren einen umfangreichen Service in der Fläche an. HWK-Präsident Werner Wittlich erläuterte die langfristig orientierte dezentrale Aufgabenstellung der Hunsrück-Akademie. Die Hunsrück-Akademie, unter deren Dach auch Partner des Handwerks ihren Platz haben, ist so Ansprechpartner des Handwerks im Hunsrück. Der Nachwuchs stand im Mittelpunkt des großen Schulfestes Handwerks, das im Oktober wieder einmal tausende Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz anlockte. Mit den Worten „Es ist euer Tag“ begrüßte Kammerpräsident Werner Wittlich gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Doris Ahn die mehr als 5000 Schülerinnen und Schüler, die den Weg in die Berufsbildungszentren gefunden hatten. Die Ministerin ermutigte die Jugendlichen zu einer Berufsausbildung im Handwerk und dazu, den Tag zu nutzen, was dann ja auch alle mit großem Spaß taten. Ihre Ausbildung hinter sich, das haben die mehr als 100 Altmeisterinnen und Altmeister, die im Oktober in einer Feierstunde mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt wurden. Da kamen in der Kulturhalle in Ochtendung mehr als 1000 Meisterjahre zusammen. Im Rahmen der Feier überreichte Kammerpräsident Werner Wittlich jedem einzelnen der 120 Altmeister persönlich den Goldenen Meisterbrief. Auch das ein Zeichen für Lob und Anerkennung der geleisteten Arbeit des Meisterjahrgangs 1960. Die spektakuläre Lasershow war nur eines von vielen Highlights, die die Handwerkskammer bei der Nacht der Technik im November zu bieten hatte. Unter den 8000 Besuchern waren auch viele hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft, die gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer Alexander Baden und Präsident Werner Wittlich in die Welt der Technik abtauchten. Faszination pur bis spät in die Nacht. Sicherlich auch 2011 wieder ein Besuchermagnet. Die nächste Nacht der Technik findet am 5. November 2011 statt. HWK-TV ist selbstverständlich auch im nächsten Jahr wieder für Sie und das Handwerk da. Alle aktuellen Sendungen finden Sie im Internet unter hwk-tv.de.